Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit dem Flutterzeus. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, wir sind wieder im Thief Simulator und wieder auch an meiner thief-technischen grauen Jacke seht. Letzte Folge ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Wieder fast vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Lerne, Beweglichkeit Level 2, Stil, ja. Beweglichkeit Stufe 2. Dafür brauchen wir erstmal einen Punkt. Stil Sachen, um dein Level zu erhöhen. Ja, okay. Tschüss. Schönen Tag. So. You wanna tell me? Sicher, dass es hier nur einen Bewohner gibt. Nur diese zwei. Kann ich das bitte abbrechen? Oh, das ist ein Bild. Das nehme ich gleich mit. Ich muss jetzt erstmal noch. Gib mir das Geld. Ich muss ein bisschen schneller looten, weil die eine ist irgendwie schnell wieder zurück und das gefällt mir nicht. Es ist erstmal ein bisschen irgendwas geklaut. Man immer noch besser als gar nichts. Das Inventar voll. Wir gehen auch wieder raus, weil. Das ist zu gefährlich. War ich nicht. Alles sehr legal hier. Das war ein Flohmarkt. Warum wurde der Einbruch jetzt bemerkt? Fahr weg. Scheiß auf das Bild. Fahr weg. Wir können jetzt nicht schon wieder gefasst werden. Weg hier. Nach Hause. Der Diebstahl ging vonstatten auf jeden Fall. Ja, es ist okay. Das war auch wirklich nicht meine Glanzleistung. Also ich habe schon, ne, ich kenne auch Besseres von mir selber. Also ich kann es verstehen. Wir gehen jetzt aber erstmal zum Pfandhaus. Verkaufen. Oh, die Kaffeemaschine hat Geld. Frag mich, ob Günni weiß, dass ich ein Verbrecher bin. Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt wahrscheinlich auch nicht durch den Verkauf nochmal. Nee, durch den Verkauf kriegen wir natürlich kein XP. Das heißt, wir müssen nochmal irgendwo einbrechen. Die gehen gerade beide raus. Aber ich habe nicht viel Zeit. Also wäre schlauer. Warte, bei welcher Hausnummer sind wir? 113. Wenn wir bis um 9 nochmal schlafen, dann haben wir mehr Zeit. Das machen wir jetzt. Denn ist alles gut. Danke. Hier ist ein Schlüssel. Ja, dann nehmen wir mal die ganzen Klaus-Tassen mit. Die kann ich nämlich auf Dings verkaufen. Also über ein bisschen Geld beschwere ich mich nie, Leute, ne? Die Yeezys darf ich leider nicht mitnehmen und verkaufen. Geht leider nicht. Ist gegen die Vorschriften oder so. So, hat man das auch hier öffnet? Ja, ich will nur mal kurz warten, ob es nicht vielleicht was Krasseres gibt, was ich mitnehmen kann. Als jetzt diese zwei Vasen da. Wieder so ein Fernseher im Schrank oder so, das wäre schön. Ja, und Router nehme ich auch, also. Aha, ihr habt kein WLAN mehr erstmal. Aha. Dann nehmen wir noch die Bubenvase mit hier. Oh, ein Drucker. Hier ist noch ein Router. Ja, nehmen wir mit. Fernbedienung kann man mitnehmen. Ich wollte sie mitnehmen. Ich wollte nicht das Ding wieder schließen. Okay, ich habe noch Zeit. Fernseher. Weiß nicht, was mehr wert ist, ob Fernseher oder Drucker. Dann geht's so. Egal wie, ich sollte mich auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Einfach aus Vorsichtsgründen. Smartphone? Immer gut. Noch ein Receiver, yo. Bisher noch kein bisschen Geld hier drin gefunden. Das wäre auch eine Vase, die ich hätte mitnehmen können, aber mein Inventar ist voll. Es ist aber auch nicht schlimm, weil dann nutzen wir jetzt die restliche Zeit, um unsere Flohmarktartikel hier rauszukriegen. Ich klau nicht! Es ist alles normal bei mir. Ich bin ein normaler Mensch. Ich schmeiß das erstmal nach da. Und hol jetzt erstmal den Drucker. Mach hier ja nichts Illegales, ne? Nicht, dass sie hier irgendwas Falsches von mir denken. Bitte sag, den kriege ich auch noch rein. Bitte. Lass mich jetzt nicht beides umsonst. Ja, sehr gut. Auf geht's nach Hause. Ey, also. Gestohlen wie ein König. Wer leben will wie ein König, muss auch. Stehlen. Wie ein König! Das krieg ich für ein Diebesrating. Bitte so B oder A, das wäre schon nett. Aber wir haben schon viel mitgenommen. S! Ausrufezeichen! Tschü. Noch viel besser als erwartet. Skills. Wirklichkeit 2 lernen. Easy. So, haben wir das auch. Hallo, Vini. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104's windshield. Okay. Muss jetzt erstmal schauen. Aber es gibt sowieso keine Right Time hier richtig einzubrechen, right? Da unten ist gerade wer am Sleepen. Ja,
Die andere Person ist außer Haus. Das ist eigentlich die right time, um einzubrechen. Let's fucking go. Und das Radio nehmen wir mit. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir das Radio auch mit. Wir nehmen nichts, erstmal nur Sachen mit, die wir auch in unseren Inventar stecken können. Keine schweren Sachen, die da unten nicht aufwecken. Nur gut zu wissen, dass sie um diese Zeit schlafen ist. Oder er, oder keine Ahnung. Kerzenständer, ja. Geld, sehr wichtig. Vase hoch, ja. Vase breit. Ich darf nur nicht vergessen, für was ich eigentlich hier bin. Oh, Süßigkeiten-Tasche. Oh, den hätten wir auch gebraucht, den Kelch. Bin ich ehrlich mit dir. Aber was nicht nur sein soll, soll nicht sein, ne? Sagen wir mal so. Inventar ist voll, ja, ist okay. Wir versuchen jetzt erstmal irgendwie in die Garutsche zu kommen. Das heißt, wir müssen einen Way Down finden. Hier ist ein Way Down. Das ist gerade gar nicht praktisch, aber die ist noch eine Etage tiefer. Irgendwie ist den Scheiß. So, kann ich hier jetzt irgendwie... Ich muss oben rausrennen. Anders geht's nicht. Nee, wollte ich nicht. Das ist eine Lüge. Okay, ich dachte, jetzt geht irgendwie instant der Alarm los, wenn ich jetzt halt die Scheibe einschlage, aber scheinbar nicht. Oh, das Festnetz kann ich noch mitnehmen. Sehr gut. Wenn ich jetzt einfach hier wieder... Ich hab gar nichts gemacht. Das war ich nicht. War ich nicht. Ich schwöre. Ich weiß zur Hölle nicht, wer ihre Autoscheibe eingeschlagen hat. Jetzt fragen Sie sich sicher, woher kann ich dann wissen, dass ihre Autoscheibe eingeschlagen wurde? Intuition. Ganz einfach. Intuition. Ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht so ein krasses Rating, weil ich nicht so viel mitnehme. Trotzdem S+, sag ich schon, als Ausrufezeichen. Greenview 108 spends way too much time in front of the TV. Be a good neighbor and help him out. Ja, okay. Ja. Wird gemacht, Chef. Es ist noch genug Zeit, auf jeden Fall. Wir können nicht den... Der Zaun bringt uns nämlich gar nichts. Wir müssen vorne durch das Hauptfenster. Das abends immer schön alles offen ist. Ja, genau. Setz du dich mal wieder schön hin. Wollen ja auch schon noch ein bisschen was stehlen. Bestmöglich. Dieses kann ich nicht verkaufen, Leute. Ah, einen Router kann ich mitnehmen. Das geht. Kann ich eigentlich auch nochmal kurz runterschauen? Smartphone. Wäre dumm, würde ich das nicht mitnehmen. Okay, unser Inventar ist auch schon so langsam voll. Ja, er ist voll. Nicht nur so langsam, er ist voll. Wir gehen wieder hoch. Er schaut gerade nicht durchs Fenster, also können wir easy raus. Ja, ist nichts los. Mein Auto ist da hinten, genau. Easy, Alter. Den Auftrag haben wir gut erfüllt. Das haben wir gut hingekriegt, du. Was auch immer mein Auto offen will. Ein Wunder, dass dem Dieb das Auto nie gestohlen wird. Mal sehen, was ich jetzt für ein Diebes-Rating habe. Hätte ich bis safe noch viel mehr mitnehmen können, aber... Ist Ausrufezeichen. 187 XP. Yo. You don't want someone to see their own necklace at the pawn shop. You gotta break it down first. Okay. Lerne Begutachtung Level 2. Das hier. Begutachtung lernen. Easy. Greenview 107 don't like our protection plan. I hope nothing happens to the jewelry in their bedroom. Okay, ja, ja, ja. Ja, hoffe ich natürlich auch, dass denen jetzt nichts passiert. Also, ne? Irgendwer hat es mitbekommen. Da stand, glaube ich, einer der Bewohner. Ich muss das anders machen. So, ja, hier haben wir erstmal wieder das Haufen Geld. Das ist nett, dass ihr das hier wieder für mich dagelassen habt. Also, das ist wirklich großzügig. Router, Smartphone, das ist nur eine normale Vase, den Drucker brauche ich jetzt nicht, das ist nur ein Smartphone, ja, ja, nehmen wir alles, Geld, ja, 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 noch mehr Geld, ja, ja, Smartphone, ja, war hier nicht die Vase, Vase hoch, sehr gut, den Topf können wir noch mitnehmen, die Kaffeemaschine können wir noch einstecken,
Hier war noch ein Handy drin, glaube ich. Ja, genau. Und dann lag hier noch eins. Genau. Und dann holen wir uns auch gleich die Jewelry. Ist mein Inventar wieder voll? Wir müssen die Gitarre auf jeden Fall mitnehmen. Das geht nicht anders. Okay, jetzt machen wir uns hier vom Acker. Wir könnten höchstens wirklich noch irgendwie... Ich mache hier nichts Illegales. Das ist alles ganz normal. Ne? Nur damit sie Bescheid wissen. Ich habe diesen Drucker gerade gekauft bei diesem Haus hier. Das ist rein legal alles. Nur damit er Bescheid wisst, ne? Lass mich hier nichts unterstellen. Also wir packen das jetzt schön hier in unseren Kofferraum. Binder. Schöner Wagen. So, welches Diebes Rating haben wir? Wir haben viel mitgenommen. So, gutes Rating, was wir hier schaffen. Das ist so. Lüt. Sagen wir mal so. Always remember to break down the jewelry. There's a tool for it in the shop. Okay. Erstmal schauen wir jetzt. Ja, das kostet sehr viel Geld. Die Gitarre, die kann, weiß ich, dass ich die da oben verkaufen kann. Die war da auf jeden Fall dabei. Also, wenn nicht, dann verarsche mich es ja. So. Sonst noch irgendwas? Topf, okay. Wir brauchen noch eine Pfanne. Das heißt, den Topf packen wir auch in den Safe. Der Rest kann verkauft werden. Auch verkaufen. Achso, wir brauchen ja das Geld. Ah, wir haben jetzt genug Geld. Wir haben 3000 Tacken, also. Easy. Wir müssen das hier kaufen. Okay. Ah, so funktioniert das. A professional knows how to handle a real safe. Are your lockpicking skills up to the job? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Lerne Schlösser knacken 4. Und dafür brauche ich 2 Punkte. Ist aber nicht so schlimm. Gehen jetzt erstmal zum Pfandhaus und verkaufen da den Schmuck. Welcome. Sehr gut. Okay, Leute. Das war's jetzt hier aber erstmal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal wieder hier ein bisschen Dieb zu sein, ein bisschen zu klauen, ein bisschen legalen Spaß zu haben, wie in unserem anderen Business natürlich. Alles ganz legal hier. Ja, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao! Obwohl, warte, das machen wir nochmal. Machen wir nochmal, das hat mich gerade zu ablenken. Okay, Leute, das war's jetzt hier aber auch erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen wieder Dieb-Spaß anzusehen. Bisschen ganz legalen Spaß, wie auch bei dem anderen Business, was wir haben. Alles sehr legal. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!